Was wirklich ein großes Fragezeichen aufwirft, ist jener Umstand, dass bei der Finanzierung des Flughafens, und ich darf erinnern, dass das Land Südtirol immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht hat, damit der Flughafen überhaupt Investitionen tätigen kann. Mit diesen Investitionen gehen natürlich auch Abschreibungen einher. Diese Abschreibungen in der Höhe zwischen 1 Million und 1,5 Millionen im Jahr, diese Abschreibungen wurden in den Kosten natürlich angeführt. Zugleich wurden diese Abschreibungen wieder mit einem Beitrag finanziert, was den Verdacht erscheinen lässt, dass es sich hier um eine Doppelfinanzierung handelt. Wir möchten heute, wir sind nicht die Richter, wir als Opposition und wir als Freiheitliche, wir möchten diesen Verdacht, der im Raum steht, klären. Es ist unsere Kontrollaufgabe und eines der wichtigsten Instrumente, die wir in der Opposition auch haben, dass wir die Landesregierung kontrollieren und schauen, ist ein Schaden entstanden für die öffentliche Hand? Hat es hier eine Doppelfinanzierung gegeben, die eben nicht dem Recht entspricht?